Seit vergangenem Freitag gibt es auf Netflix ein historisches Drama rund um Heinrich V. mit interessanter Besetzung anzusehen. Und damit geht es hier jetzt um The King. Zur Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert ist Heinrich Prinz von Wales und genießt seine Jugend in vollen Zügen. Zwischen Alkoholexzessen und Feiereien lehnt er den Anspruch, den er an die englische Krone hat, dankend ab, was der puren Enttäuschung seines Vaters Heinrich IV. Gerade recht kommt. Doch schwierige Umstände ändern Heinrichs Schicksal und der Junge, unter dessen Oberfläche ein mutiger und doch besonnener Kämpfer steckt, muss Englands Krone annehmen und sieht sich dabei jeder Menge innenpolitischer sowie außenpolitischer Probleme gegenüber, denn mit Frankreich lauert ein erbitterter Erzfeind. The King geht 140 Minuten, hat eine Netflix-Altersempfehlung von 16 Jahren und ist dort seit vergangenem Freitag, dem 1. November 2019, anschaubar. Ist ein historisches Drama und Biopic, basiert also auf einer wahren Begebenheit und erzählt eben die Geschichte eines Jungen, der entgegen seinem Willen die englische Krone erlangt, innenpolitisch Frieden stiftet, das auch außenpolitisch gerne möchte, aber in einen Krieg hineingezogen wird, wo er nie so wirklich weiß, was ist seine eigene intrinsische Motivation, wen will er beschützen, wofür kämpft er und wer ist Freund und wer ist Feind. Das alles technisch wirklich brillant eingefangen, mit sehr viel Ruhe inszeniert, muss ich sagen, eine interessante Nummer, die mir ziemlich gut gefallen hat. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Timothy Chalamet als Heinrich V. hat immer wieder schon in jungen Jahren sehr viel gespielt, auch in großen Hollywood-Filmen, aber vor allem mit Call Me By Your Name, die große internationale Beachtung bekommen. Mochte ich danach auch sehr an Lady Bird, mochte ich in Beautiful Boy, bin in Little Women gespannt, wie groß sein Pater ist, aber vor allem ist klar, er hat immer so einen Blick, wo man so sich drin versinken und verlieren kann und wo man das Gefühl hat, da steckt so viel mehr dahinter. Und hier als Heinrich V., einer, bei dem man wirklich glaubt, dass er gegen seinen Willen diese Verantwortung übernehmen muss, das verkörpert er wirklich gut. Trotzdem gibt es immer so eine gewisse Tristesse, die nicht über den ganzen Film schwebt, sondern auch über seine Figur. Und eine Hoffnungslosigkeit, die manchmal etwas zu monoton ist. Ich finde seine Präsenz wirklich gut, nicht ganz an die Leistung der anderen genannten Streifen anknüpfend, aber ich mochte es. Diesen schlaksigen Typ, der trotzdem Führer einer Nation ist und nicht zurückschreckt, im Kampf Mann gegen Mann auch sein Leben zu lassen, wenn es sein muss, und andere zu beschützen. Interessantes Abbild, was hier zumindest geschaffen wird. Ich mochte Timothy Chalamet. Vor allem aber Joel Edgerton, der mit das Drehbuch geschrieben hat und mitproduziert in The King, und John Falstaff spielt eine Figur, die tatsächlich fiktiv ist, die nach William Shakespeare eher erfunden ist, aber dieses eindringliche, gelebte, kaputte, ein Begleiter von Heinrich, schon in den Jahren, wo er wilder Feierei ist und zurückgezogen wird in diesen Dienst am Hof und all seine Erfahrungen hineinbringt und vor allem dann auch in Kampfsequenzen eingebettet wird, die wirklich toll gefilmt sind, muss ich sagen, seine Präsenz hat mir am meisten imponiert. Auch an Robert Pattinson dabei, wo sich ja viele fragen, wie wird der mal als Bruce Wayne Batman funktionieren? Ich finde, hier zeigt er schon, weil er ja ganz oft in arthausigen Filmen in den letzten Jahren zu sehen war, wie als Louis und als Widersacher mit etwas zu übertriebenem französischen Akzent, aber mit aller Arroganz und herrischer Provokanz aufspielend, hier in wenigen Szenen so eine ekelhafte Attitüde an den Tag legt, dass ich den wirklich spannend fand, und auch in Szenen, wo er in voller Rüstung, und ich will nicht spoilern, über den Film agiert, aber trotz der Tatsache, dass man da mit Stunt-Dubeln gearbeitet hat, man seine Takes genommen hat, weil die besser aussehen, zeigt so ein bisschen, dass er sich in bestimmte Rollen verlieren kann. Der ist eben nicht der Twilight-Junge, wo den der Mainstream immer so ein bisschen abgespeichert hat. Ich finde, hier in diesem Film zeigt er auch, dass der anders sein kann. Mochte ich persönlich sehr. Alle drei von der Präsenz, aber auch eine gute und sehr ungewöhnliche Auswahl, wie ich finde. Dann noch ein Ben Mendelsohn als Heinrich IV. Fand ich auch gut. Sean Harris, eine ganz wichtige Figur, muss aber jeder selbst dann erleben, wenn er oder sie sich den Film anschaut. Und Lily Rose Depp, aber auch da, weil diese Figur erst relativ spät zum Tragen kommt, haben alle so wichtige Momente, die jederzeit auch Dinge verändern können. Und das soll heißen, neben diesen großen Massenszenen Kampfsequenzen, fand ich, da haben wir eine schöne Auswahl an Charakteren, denen man genug Screentime gab, um hier einen Film so zu erzählen, dass ich es auf jeden Fall spannend fand zu erleben, was diese Figuren durchmachen, und mochte die Präsenz einer jeden, weil sie alle mit genug Ruhe und auch mit genug Tempo inszeniert worden sind. Ich persönlich fand, das war eine schöne Auswahl. Technisch fand ich The King ebenfalls ziemlich cool. Die Kameraarbeit, dieser ganze Film ist so ein tristes, kaltes Grau, bei dem man das Gefühl hat, ja, wir sind im Mittelalter. Wir sind so rund um Ende 1300 und Anfang 1400 und
Diese Kälte ist wirklich schön eingefangen und auch in Kampfsequenzen verliert man nie den Überblick über das große Ganze und vor allem auch, wenn die Kamera voll drauf hält, nicht umsonst die 16er Altersempfehlung, auch bei Tötungen, Enthauptungen, ist das so ein Mix aus, es fühlt sich oft authentisch an, aber vor allem im Szenenbild, wenn man das dann einfängt, nicht nur große Bogen und weite Landschaften, sondern diese strategischen Maßnahmen innerhalb des militärischen Kampfes, wenn wir auf der einen Seite beispielsweise Belagerung haben, Belagerungsmaschinen, wo auch die Effekte so aussahen, dass ich das Gefühl hatte, hey, das sieht handgemacht aus, wobei sie das sicherlich nicht sind, muss ich sagen, eindrucksvoll. Fühlte sich immer wieder gut an. Auch die Choreografien unter den Kämpfen mit Rüstungen selbst. Da wurde nicht nur abgemetzelt und abgestochen, sondern da irgendwie draufgehauen und das Gefühl, es ist echter, wie das Ganze eingefangen wurde. Bis hin zu Momenten, wo man einfach nur mit einem Kopfnicken wenige wütende Soldaten jemanden überlässt und wie die Bluthunde loslässt, hatte ich immer wieder so Momente, wo ich dachte, oh, gut gedacht, sieht gut aus, hat mir persönlich gefallen an dieser Stelle, wie das David Michaud, der Regisseur auch von War Machine hier inszeniert, der übrigens da wahrscheinlich Brad Pitt kennengelernt hat, der hier mitproduziert bei The King. Soll bedeuten, rein technisch finde ich diesen Film gut. Auch die musikalische Untermalung ist so, dass es sich für mich in die Stimmung einfügte und ich das persönlich total mochte. Und auch Kostüm und Make-up ist sehr, sehr aufwendig, weil wir haben von Rüstungen über Gewänder, einfache Kleidung bis hin zu Lumpen, alles dabei, aber vor allem auch immer wieder eben große Szenen, sei es am Hofe, sei es auf dem Schlachtfeld, wo ich sagen muss, da steckt eine Menge Production Value drin. Deswegen sage ich am Ende an The King, mag ich den Cast, Setting, Kamera, Kostüm, die Geschichte, auch die Ruhe, die Inszenierung, ich meine 2 Stunden 20 Minuten, ist auch schon eine gewisse Lauflänge und die Kampfchoreografien wirken mal anders, authentisch, nicht mit dem Blickfeld erstmal nur auf Rumgemetzel, sondern eine Anzahl von Soldaten, die sich gegenüberstehen, Strategien und Aufnahmen, wo sich auch drin in den Massen alles so versinkt und in der Kraft dieser Rüstungen und Gewichte, wo ich fast das Gefühl hatte, er schnürt einem sich selbst die Kehle zu und das mochte ich. Der Film hat so mittendrin einen Hänger von 15, 20 Minuten, das will ich nicht verschweigen. Ich finde die Figur des Heinrich zu eintönig. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr Charakterzeichnung drin gewesen wäre und ich weiß auch, dass Timothée Chalamet das spielen könnte. Und eigentlich wäre das ein Film für die große Kinoleinwand, statt nur zu Hause auf dem Fernseher oder meinetwegen Beamer-Leinwand, was vielleicht noch ein guter Ersatz ist. Aber jeder, der historische Stoffe mag, dem würde ich sagen, schaut euch The King an, der von mir 8 von 10 möglichen Punkten als historisches Biopic-Drama bekommt und 7,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Ich finde den allemal sehenswert bis stark und dann bin ich auch am Ende meiner Review zu The King. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.